Pause. Jetzt wissen wir, wie es geht. Du gabst uns Videos, damit wir lernen, was sich lohnt. Ja, verdammt nochmal, wir haben's doch schon früher gekonnt. Bloß eine Domina kannten wir nicht oder so. Wort offen. Inzwischen sind wir ja fast drinne ersoffen. Beispiel: Um überhaupt noch ein paar Kunden zu ziehen, musste Elfriede in mein Konsum vielleicht bald auch Strapse anziehen. Ich meine, es ist doch traurig, wenn man nimmer mehr Bier kaufen kann, ohne mit dem Bild dazu, mit einer Frau drauf, mit nicht an. Striptease stehen gibt's immer noch. Ich mein, wenn ich Hunger hab, dann geh ich essen und begaff den Koch. Aber da fehlt's am Geld, ihr wisst, was ich meine. Die Mieten, Preise, Steuern steigen, aber nie unsere Löhne. Sollten wir wissen, aber hier ist eben nicht dort. Uns haben sie wieder beschissen. Sich in Medien zu äußern, ist schier unmöglich in unserem Land. Es sei denn, du schlachtest deine Kinder oder hast dich selber verbrannt. Probleme, die echt welche sind, werden verschwiegen. Aber über Nichtigkeiten, da werden solche Schlagzeilen geschrieben. Boris und Babs, die werden von der Presse so hingestellt, als wären sie seit Adam und Eva das erste Paar auf der Welt. Sonst ja nie lohnt. Und wir klingen, wir gucken schon wieder in den Mond. Was die Regierung so treibt, das gehört schon verboten. Das Beste wäre ein paar Risch auf den Boden. Aber man kann den ja nicht mal auf den Finger mehr schielen, weil sie mit es ist eh scheißegal. Und wer auch gewinnt im Superjahr der Wahlen, uns klein, uns kann's wurscht sein, wir müssen sowieso bezahlen. Wenn die Oma Freitagnacht ins Bette schon fällt, guckt der Opa
Fans geguckt. Würde ich an eurer Stelle
Show.